Der Shopping Arena Model Contest ist nicht nur bei Models in aller Munde. Die Show begeistert alle, denn wer hier gewinnen will, muss sich möglichst von der Masse abheben. Nachdem beim offenen Casting das Erscheinungsbild die wesentliche Rolle spielte, ist es heute der Laufstil der Kandidatinnen auf dem Catwalk. Das unterstreicht auch Juror Ralf Huber, der die Recall-Spielregeln erklärt. Heute haben wir noch 40 Frauen da, die sich letzten Samstag unter 80 durchgesetzt haben. Heute im Lauftraining wird es besonders hart, weil die Hälfte fliegt raus und ist im Halbfinale vom nächsten Samstag dabei. Für die Models wird es also besonders hart heute. Zunächst werden die Schönheiten auf dem Laufsteg trainiert. Profi-Model Scarlett hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen. Wir werden heute mit der jungen Frau ein spezielles Lauftraining absolvieren, eine Choreografie machen. Und das wird besonders schwierig, mit diesen High Heels zu laufen. Stimmt, denn schon oft haben diese 25 cm den Unterschied gemacht. Wer diese Schuhe trägt, wird sich auf dem Catwalk, zumindest was die Körpergröße betrifft, steigern. Läuft doch schon ganz gut. Auch für Moderator Philipp Kröger hat so manche Kandidatin eine Überraschung parat. Das ist so, die Kandidaten kommen und ich mache einmal ein kurzes Interview, damit man die ein bisschen kennenlernen kann. Und eine hat sich vorgestellt als Nina Felix. Und bei Felix denkt man natürlich gerade irgendwie an einen Moderator, Kurt Felix. Und dann habe ich sie gefragt, ja, bist aber nicht verwandt mit dem. Und dann sagt sie immer mal, das ist irgendwie ihren Halbonkel oder so. Und ich habe das nicht gewusst. Aber das sind so Überraschungen, die man dann einmal erlebt. So Halbprominenz, sage ich jetzt einmal, da auf dem Laufsteg. Schon erstaunlich, was man in einem Smalltalk so alles erfährt. Ich bin Nadja Felix, ich bin 16 und komme von Bronschhofen und mein Halbonkel ist der Kurt Felix. Er ist der Halbbruder von meinem Vater und ich habe das Gefühl, die Bühne ist auch ein bisschen meins, weil ich habe schon Erfahrung auch mit dem Singen und Gitarre spielen und so. Ohne Zweifel wird manchen das Talent in die Wiege gelegt. Andere müssen oft einen weiten, harten Weg in Kauf nehmen, zum Beispiel aus Liechtenstein. Also mein Name ist Dina Falk, ich bin 16 Jahre alt und komme vom Liechtenstein. Und es war wirklich aufregend, auf dieser Bühne zu laufen. Ein gutes Erlebnis. Und ich bin froh, dass ich das mitmachen durfte und ich hoffe, ich komme weiter, weil es ist wirklich nervenaufreizend und ich bin wirklich froh, dass ich da dabei sein kann. Viele träumen von einer Modelkarriere, auch wenn heute nur jede zweite weiterkommt. Die Qual der Wahl hat letzten Endes die Jury, zu der selbstverständlich auch Marketingleiterin Fabienne Dietz zählt. Der Recall heute war genial. Die 43 Frauen haben sich heute im Catwalk-Training präsentiert und die besten 24 sind ausgewählt worden. Der Model Contest wird immer grösser, das auch dank der Sponsoren. Unter anderem sind hier dabei Douglas, Varibel, Studer und Hähni, Vero Moda, Jeans Arena, Six, Ochsner Sport und Ochsner Schuss. Und jetzt sind wir gespannt auf den Re-Recall vom nächsten Samstag. Da erwartet uns ein Fashion-Fotoshooting mit dem Jörg Ressig, wo sich die 24 besten Frauen im Bikini präsentieren werden. Und der Shopping Arena Re-Recall lässt nicht mehr lange auf sich warten.